Hilfe! Ich euch auch. Hilfe! Drei. Ja gut, das Pferd ist Frühstück. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja, ein paar Kronen wären nicht schlecht. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Kleine Info. Hexer leben von Aufträgen und deswegen ist auch noch so jeder... Sei gegrüßt. Ist auch noch so jede Krone herzlich willkommen im Portemonnaie eines Hexers. Gucken, gibt es hier noch was zum Einsammeln? Ne, der Greif ist ja natürlich weg. So, da geht's natürlich weiter. Ja, und so Zutaten sind sehr wichtig, auch wie Alkohol zum Tränkebrauen, alchemistische Gegenstände, Zutaten, Tränke, Absurde. Aber das erkläre ich euch noch im Laufe des Spiels. Da werden wir noch viel Gelegenheit für haben. Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen und die Grundlagen von Gwent werde ich euch auch nochmal erklären, weil das Spiel ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Oh, oh. Das gibt gleich Ärger. Schätze ich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Und pass auf, was du sagst, mein Freund. Du weißt ja gar nicht, mit wem du dich anlegst. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen.
Und du? Darf's was zu trinken sein? Entschuldigung. Zur Info, Hexer sind bei Menschen nicht gerade beliebt, obwohl sie denen viel helfen, Ärger und Leid ersparen. Leider trifft man da immer auf Missachtung, Beleidigung. Wir werden versuchen, den Ärger, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen. Wir werden viel auch mit Axi arbeiten, viel Gutes tun. Ja, und jetzt gehen wir erstmal... Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ah, seht ihr? Gewinnkarten. Müsst euch erstmal einen Satz zusammenstellen und die könnt ihr auch bei Händlern kaufen, bei reisenden Händlern, durch Quests auch viele. Da kommen wir dann im späteren Spielverlauf noch zu. Und jetzt holen wir uns die hier erstmal. Redanischer Kräuterschnaps, Alchemiezutaten. Seht ihr, da haben wir schon. Gut, wir sparen jetzt aber erstmal ein paar Kronen. Höchstens geben wir immer welche für Gwent-Karten aus, damit wir dann später einen guten Satz haben und dann nicht allzu oft versagen. Gut, wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Wir fragen mal, kümmert sich schon jemand? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Gut, vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Gut. Die Schwarzen vermessen aktualisiert. Die Felder. Flieder und Stachelbeeren. So, wir gehen jetzt erstmal ins Menü. Charakter. Hier haben wir die ganzen Skills. Im Kampf. Hier haben wir die Zeichen. Fertigkeitspunkt haben wir noch nicht. Uns hätten wir Täuschung machen können. Da steht es für euch auch nochmal beschrieben. Nächste Stufe, das Ziel, bewegt sich nicht auf Gegnerei zu, während der Axi wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich, Ausdauer, Regeneration im Kampf plus 0,5 pro Sekunde. Ja, dann sind hier die Alchemie. Da kommen wir auch erst noch ganz später zu. Dann allgemeine. Hier haben wir dann so Trainingssachen. Die Techniken der Bärenschule, Techniken der Greifenschule, Techniken der Katzenschule und Mutagene, das kommt alles noch ganz, ganz spät. So, was haben wir denn hier? Axi-Zeichen, Kernfähigkeiten. Ja. Gut, wir haben zwar einen Platz frei, können aber noch nichts einsetzen. Müssen wir erst auf Fertigkeitspunkte warten durch Mission. So, jetzt geht es erstmal weiter und wir fragen jetzt mal rum, ob jemand Yennefer gesehen hat. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. So eine Missverachtung. Ja, da haben wir es auch schon. Axi.
Das setzen wir jetzt ein. Rede sofort. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Tja, da haben wir das große Klappe, nichts dahinter. Hehehehe. Vogel. Riskiert eine dicke Lippe und traut sich dann nichts. Lustig, lustig, lustig. Nochmal, es gibt vier Farben. Vier was? Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Warte mal, Reiterin des Krieges, wer soll das sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Das ist kein Märchen. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Fragen wir mal. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ach, warte mal, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon. So, was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Ja, geh zu deinen Büchern zurück oder schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Das nehmen wir. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. So, wir wissen, was wir wissen wollten. Wir sagen, leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Oh, da sagen wir nicht nein. Zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Na gut. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. So, hier haben wir unsere neuen Karten. Sehr schön. Die haben wir uns ja gekauft. Mal sonst noch was Feines. Ne, gut, so. Mein Gegner beginnt.
Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Weg. Hä? Weg. Ja, wir haben gerade nicht das stärkste Blatt. Ja, wir sind ja auch gerade erst am Anfang so. Unser Gegner ist am Zug. Er nimmt Bogenschütze. So. Eine Zweier. Was haben wir denn? Gut, wir haben hier zwei Vierer. Wir spielen die mal aus. So ein Esel. Haha. Wir haben die gute Wetterkarte drin. Da machen wir ihm mal einen Strich durch. Zack. Hat er sich so gedacht. Er spielt eine 4. Da wir zwei gleiche Verbündete haben, selbe Stärke, selbe Position, wird daraus 8. 2 mal 8 ergibt dann 16. Und somit haben wir schon mal einen kleinen Vorteil ihm gegenüber. Wir haben eine Karte mehr. Komm, wir spielen den Tribok. Sind dann somit auf 22. Er spielt die Viererkarte aus. Wir machen das ganz easy. Oder schenken wir ihn 5. Spielen dafür den Spion. Ja, kriegen noch eine Karte zusätzlich. Jawohl, eine Heilerin. Das ist sehr schön. Heilerin übrigens, das heißt, wird uns in der ersten Runde oder in der zweiten Runde eine Karte zerstört oder verbrannt und wir spielen die Heilerin, dann können wir diese Karte wiederbeleben mit der Heilerin. Wir spielen die Fünferkarte aus. Sind somit auf 27. Er macht eine Zweierkarte, wir sind dem immer noch im Vorteil und das auch noch mit 3 Karten. Das heißt, wir spielen jetzt die beiden Einserkarten. Gibt dann nochmal eine Zusatzstärke, wenn Katapulte mit im Spiel sind. So, die zweite spielen wir auch. Dann haben die schon eine Stärke von 2. Sind 2 Verbündete. Und sind somit schon auf 33 und immer noch mit 4 Karten im Vorteil. Also mit 2 Karten im Vorteil. Spielt eine Zweier. Also, das kann er eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Wir spielen die Fünfer, haben 38, so mit 10 Punkte mehr. Er hat nur noch eine Karte. Oh, er spielt Regen. Clever, clever. Wir können auch unseren Kaiser spielen. Verdammt, habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen. Mein Gegner passt. Ja, gut. Machen wir auch, kriegen glaube ich somit eine Karte mehr und sind somit ein Punkt im Vorteil. Ja, sehr schön. Also das kann er eigentlich gar nicht mehr gewinnen, außer er hat ein Ass im Ärmel. Wir sind jetzt im Zug, ich zeige euch jetzt mal die Heilerin. Seht ihr? Und so können wir uns hier jetzt wieder eine schöne Karte rauspicken. Wir nehmen wieder mal einen Blaustreifen. Ja gut, das hat er verloren. Wir brauchen keine Karte mehr ausspielen. Er passt auch gleich automatisch, dadurch, da er keine Karten mehr hat. Wir passen auch und haben somit das Spiel gewonnen. Und kriegen eine zufällige Karte des Gegners. Und können somit unser Deck erweitern. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Ja, aber sicher. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Twind, ein Wunderleitfaden. Jetzt haben wir auch die Karte bekommen. Wo steht, wo wir sämtliche Karten sammeln können? In Wählen sind das 47, Novigrad 34, Skellige 28, Königliche Burg Wisimar eine Karte, Kaer Morhen eine Karte, Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf
oder außergewöhnliche Fertigkeiten gewonnen werden können, sind 47. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht an deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Visima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, weder Ungeduld noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. PS, ich habe das Einhorn noch. So, sehr schön. Sultan Shivai erhalten, neuen Gegenstand. Prima. Frage Reisende nach Yennefer. Dann machen wir das doch mal weiter. Wo haben wir denn hier noch welche? Ihn hier. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ah, gut, ich trinke was. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Wir fragen erstmal, und wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odin. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Gut, fragen wir, woher er Jen kennt. Das würde mich auch interessieren. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Oh, du weißt, wer ich bin. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Da kriegen wir keine Antwort drauf, komischerweise. Wo ist Jennifer? Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Nehmen wir mal, natürlich geht es um die Aha. Liebe. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. So, jetzt haben wir schon mehr Informationen zu Jennifers Aufenthalt. Frage die Nilfgaarder nach Jennifer. Ja gut, wo finden wir denn die Kauze? Hier hinten, ne? Die Großmäuler. Die vorhin die Wirtin so dumm angemacht haben. Also müssen wir jetzt hier raus. Ja, ja müssen wir. Gut, wir aktivieren schon mal Axi. Jetzt. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wie unhöflich, mein Freund. Wir wollen deinesgleichen hier nicht.
So, wir nehmen das, wir wollen keinen Ärger. Ich habe dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Auch noch Beleidigung. Also gibt's jetzt doch Ärger, oder was? Dann boxen wir uns halt eine Runde. Auch kein Problem. So, wir parieren natürlich. Patz! Komm her, mein Freund. Du legst dich hier mit dem Falschen an. Putz, putz. Zwei Schläge und der ist futsch. Haha. Was ein Weichei. Oh, jetzt können wir natürlich nicht mehr fragen, ne? So. Jetzt müssen wir hier lang. Das machen wir hier nochmal schnell. Warte. So schnell will ich nicht weg. Hier, vor allen Dingen sehr wichtig. Anschlagbretter. Mit Hexeraufträgen, Missionen. Schätzen. Sehr, sehr wichtig. Nehmen wir natürlich immer alles an. So herrlich. Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben. Wie schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt in den Leichenfressern auf den Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bestien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe. Doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf. Nahe der Brücke, dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dann Wildenwert. Neue Quest. So, hier haben wir jetzt alles. Wie ist hier noch? Kaufmann noch? Hier ist auch noch eine Mission, die wir annehmen können. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier bei dem Gnom-Zwerg. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehl. Armer Zwerg. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, gegen Bezahlung natürlich. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Ja, und hier an der Stelle endet auch schon der erste Part des brandneuen Let's Plays. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Bis dann.